Hallihallo, der Marc vom PSG Wien ist hier bei mir. Ist die Laura. Hi. Grüß dich, Laura. Hi. Was darf ich dir schlecken? Ein Helix. Oder doch ein Couch. Ich schaue es mir mal an. Wer weiß, Couch oder Helix ist bei mir so der Klassiker. Die Leute wollen alle Helix. Ich sage, die gehen mit dem Couch nach Hause. Schauen wir uns mal an, was bei dir ist. Also, das ist, glaube ich, was du möchtest. Mhm. Und bei dir ein bisschen weiter oben. Das können wir auch machen, aber das Helix würde ich wirklich in die Helix-Falte stechen. Mhm. Das Couch würde ich wirklich hinter das Ohr stechen. Okay. Und wenn man einen Ring drauf gibt? Ist wurscht, bleibt gleich. Das ist das Couch mit Ring, das ist das Helix mit Ring. Das ist das Helix liegt am Ohr hochkant, das andere geht ums Ohr rum. Dann doch eher ein Couch. Schon, ne? Also ja. Ich sag dazu Couch. Also das untere ist der Couch. Couch-Ring, Couch-Stecker. Eben von vorne hinten durchs Ohr durch und das andere ist eben am Ohr dran. So definieren wir das hier in der Hütte. Am Anfang kommen aber keine Ringe rein, sondern Stecker. Ja. Willst du die mit Glitzerstein oder ohne? Eher ohne. Eher. Also fix. Ohne. Ja. Okay. Das ist eine Dreierkugel ohne Stein. Ja. Passt. So, und deine Freundin war auch schon hier zum Stecken? Ja, Schulkollegen. Schulkollegen. Was haben wir denen gemacht? Auch mit Video? Ja, mit Video. Die Sophia, kennst du bei uns? Die Sophia? Die Sophia. Die Sophia. Die ist Schulsprecherin bei mir in der Schule. Ah, die Sophia. Die Sophia. Meine... Mit dem lustigen Haar. Ja. Ronald McDonald, Sophia. Ja. Ich habe sie letztens als Ronald McDonald beschrieben. Ich glaube, das Video sogar. Magst du die noch? Magst du die noch? Ja. Natürlich. Ja. Nee, Sophia, die steckt schon was direkt. Da kann man schon ein bisschen frech sein. Okay. Pack dir lieben Gruß. Grüß dann Sophia und dann Peter. Peter, auch bei mir, ja. Weiß ich nicht. Ja. Na schön, aber habt ihr noch Schule noch, Karl? Nächste Woche wieder. Nee. Also aber noch eine Woche dann, oder? Ja, eine Woche. Gut. So, meine Liebe, dann werden wir mal loslegen. Wie alt bist du? 16. Ist das dein erstes Piercing? Ja. Gut. Bist du nervös jetzt besonders? Weil die Beinchen noch keine Nervöse sind? Ein bisschen, aber das ist okay. Also wenn du die Sophia kennst, ihre Videos mit mir, dann musst du eigentlich sagen, dann ist es ja eine leichte Nummer, so ein kleines, lustiges Couch-Piercing zu stecken. So, schwuppdiwupp, also, nehmen wir jetzt an. So, haben wir ein Haargummi dazu? Ja. Ja, bitte, danke. Und Sommerurlaub schon geplant, oder? Ja, wurde aber leider abgesagt. Oh, wo wolltest du hin? Nach Holland. Holland? Warum ist Holland abgesagt? Von dir? Meine Eltern haben es gleich abgesagt. Ach, die haben Ja, ja, klar. Alles gut. Aber Holland hätte man, glaube ich, sogar fahren dürfen. Ja, fahren, ich glaube auch. Holland, warum hast du das da gemacht? Das ist das Meer, oder? Ja, in so eine kleine Siedlung in der Nähe von Amsterdam. War da schon mal, oder? Ja, ein Jahr davor waren wir. Das war schön. Dann. Wie lange war der denn da geblieben? Zwei Wochen, glaube ich. Ja, oder? Das ist, also Amsterdam ist eine schöne Gegend. Ja. So. Aber ich darf mir einfach noch Gras rauchen in diesen Shops, gell? Ja. Gut, das ist jetzt mal ein Punkt, Laura, den ich persönlich schön finde für diese Piercing. Ich zeige es dir mal im Spiegel. Und du bist mal bitte ehrlich, ob es dir gefällt. Weil es kann dann sagen, nö, ich kann mir nichts. Also ich finde es gut, vielleicht ein bisschen weiter oben, aber eigentlich. Denk immer dran, der Ring selber wird ja nicht so stehen, er wird immer so ein bisschen schräg nach unten gehen. Klar, wir können ein bisschen hochgehen. Wenn ich höher gehe, wird der Ring etwas flacher. Wenn ich ihn da lasse, wird er etwas steiler stehen. Mhm. Wie du möchtest. Etwas höher? Ja, ein kleines bisschen weiter oben. Okay. Das ist wichtig, dass du ehrlich bist. Das ist nichts, wenn du sagst, ja, weil du denkst, irgendwie, du darfst nichts sagen, weil die Kamera läuft. Das ist natürlich Blödsinn. Du alles ganz normal sagen, was man gerne hätte, möchte. So, einmal gucken, es ist nur ein wenig weiter. Ja, finde ich gut. Sicher? Ja. Kannst du nochmal korrigieren? Nein, ich finde es super. Gut. Hat dich die Sophie nicht begleiten wollen? Nein, also ich kenne die nicht so gut, nur so ein bisschen vom Sehen. Wer macht denn nichts? Kann ja mal der
Aber wir hätten momentan eh niemand reinlassen dürfen. Momentan durch Corona lassen wir keine Studie, also nur der Kunde und ich sind ja drin und sonst darf niemand wirklich rein. Das ist gerade nicht sehr streng, das Ganze gehandhabt. Das ist wirklich ein mühsam. So. Los geht das Ganze. Wir starten die Prozedur. Und dann die Wasser. Gut, Laura. Du weißt, die Haare färben 6 Wochen nicht, aber du willst keine Haarfarbe, das sieht man schon. Schwimmen gehen, eigene Pools mit Chlorwasser oder mit wenig Chlor oder Salzwasser, aber die sagen ja. Öffentliche Pools, so wie Jaberin, Freibäder, will ich da auch nicht reingehen. Okay. Und Seen und Flüsse, wenn die Wasserqualität gut ist, kann man reingehen, aber die Schichten mit Donau muss man immer genau anschauen, ob man da reingeht oder nicht. So, bleibt mir locker. Das war's schon. War's schlimm? Es geht. Ich hab's mir schlimmer vorgestellt am besten. Ja, du warst schon ein bisschen nervös jetzt. Wir haben schon so nicht gemerkt. Aber. Das ist. Wenn man noch nie gepierst worden ist, dann denkt man sich schon so, ist das jetzt schlimm? War das eine gute Idee? Aber jetzt ist es nicht. Wie würdest du es vergleichen? Die Impfen, Blutabnehmen? Ja, circa wie Impfen. Ein bisschen. Tut vielleicht ein bisschen mehr weh, aber das ist nicht traurig. Passt, das war's schon. Ich zeige es dir den Spiegel. Voilà. Sehr cool. Was? Auszuhalten. Ja. Geist, ob ich noch gehe, fühlst du dich fit? Ja, alles gut. Du kannst auch gerne, weil ich du kannst auch gerne, wenn du magst, ein Stück Wasser haben oder einen Traubenzucker oder irgendwas. Nein, alles super. Nicht? Gut. Wichtig, die Pfleger, die gehen einmal kurz schnell durch. Mhm. Du kriegst doch alles schriftlich mit. Hände waschen, Hände desinfizieren, die wichtigste Regel, weil natürlich tagsüber mit schmutzigen Fingern bitte nicht hinlassen, gerade wegen den Bakterien auch. Dann nimmst du bitte zum Reinigen und Pflegen das Bordelin Spray und das Bordelin Gel. Übrigens zum Hände, hygienische Behandlung, Marks Golden Hands, möchte ich aber auch spannend, wie das findest, das habe ich unten schon probiert, oder? Ja. Verreib mal kurz, ich finde es mega gut. Wie ja. Ist dein ehrlicher Eindruck von Ries? Das war eine Woche. Es riecht nicht so schlimm, wie so normal ist das. Lecker, finde ich. Ja, oder? So nach Orange, Minze, Zitrus, ich finde es voll cool. Also, das kann man nehmen, wenn man die Hygiene hygienisch reinigen will. So, wichtig ist, machst du was auch. Also, tagsüber nicht hinterlassen. Wenn du jetzt in der Schule bist oder in der U-Bahn, bitte nicht hinpassen. Außer, dass die Hände wirklich gut reinigen. Ja. Dann nehmen wir quasi den Spray und Gel. Erster Schritt ist, du tust deine Hände natürlich reinigen, dann nimmst du vorne den Spray, sprühst vorne hinten auf. Einwirkzeit ungefähr 30 Sekunden, das ist das Gefühl, du musst nicht auf die Uhr schauen. Nimm dann auch die Küchenrolle machst du kurz feucht. Wenn die Küchenrolle feucht ist mit dem Spray, wisch du bitte vorne und hinten das Piercing ab. Vielleicht suchst du daheim jemand, Schwester, Mama, Papa, ja, der das ein bisschen putzt, weil hinten kommt man schlecht hin, dass du jemand zum Nachschauen hast zum Reinigen. Danach nimmst du das Bordelin Gel, vom Bordelin Gel reicht den Tropfen, wirklich wenig, Tropfen auftupfen vorne und hinten, Piercing dann vorne zurückbewegen und das war's. Wir sollten das 3 Wochen zweimal am Tag machen und dann 3 Wochen einmal am Tag, das heißt 6 Wochen nonstop. Und in 6 Wochen sehen wir uns wieder hier zum Wechseln und Kontrollieren. Wenn das im Sommerurlaub nicht ganz ausgeht und du kommst ein paar Wochen später, ist es auch nicht tragisch, aber ungefähr, nicht erst in 3 Monaten, um das zu sagen. Frage, du hast mit Locken, wenn du die Haare zusammenbindest, ist umso besser. Also ich würde dir empfehlen, fast die nächsten paar Tage oder 10 Tage mal die Haare wegzumachen, mit Pferdeschwanz, Haarspange, was auch immer, weil jedes Haar, was sich nicht rumwickelt, ist für dich besser. Okay. Das ist deine Pflegerordnung, ich gebe sie dir eben. Spray and Gel, hast du irgendwelche Fragen noch? Nein, finde ich alles geklärt. Dann danke ich dir mal fürs Kommen. Danke, dass wir dich auch filmen dürfen. Okay. Mutig war es und in diesem Sinne sehen wir uns nächste Woche wieder. Euch danke fürs Zuschauen, dir deine Zimmer. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Baba. Ciao. Ciao. Thank you.